Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in einer neuen ID und zwar in der KW8 vom 22. Februar und wir wollen mal schauen, was die Katze uns so vor die Tür gelegt hat heute. Dann geht das los. Leider hat sich mein Profil gerade zerstört, weil ich irgendwie einen neuen Charakter angelegt habe. Also Katastrophe. Das ist ja wieder. Das wird die erste Aufgabe in der ID. Das Elf-UI-Profil wieder einstellen. Oh Mann, ey. Ich muss das wirklich mal exportieren. Oh Gott. Naja, gut. So, Belebungskatalysator. Das heißt, wir können wieder ein T-Teil umtauschen. Was gar nicht schlecht ist, dann haben wir, können wir mal das fünfte nehmen. Und dann haben wir, können wir ein bisschen flexibler beim Durchtauschen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, das machen wir mal. Also, fünftes T-Teil. Gut, dann schauen wir mal in die Vault. Bewahrung ist die richtige Spezialisierung. Ich habe diese oder letzte ID nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich wollte wesentlich mehr laufen. Ich habe nicht mal 8 M-Plus Dungeons geschafft. Ich hatte beruflich ein bisschen mehr zu tun und privat. Ich war auch in keinem Raid drin. Also ein bisschen schade. Aber wir schauen mal. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier schon mal Schultern auf 418. Und ein Finger auf 411. Mit Crit und Meisterschaft und Crit und Meisterschaft. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Also die Schultern sind auf 408. Das heißt, hier haben wir ein plus 10 eines Item-Level. Und die Finger sind auf 405. Das ist auf jeden Fall weniger. Das ist plus 6. Das heißt, wir nehmen die Schultern und würden die dann zum T-Teil machen, ne? Mit dem Belebungskatalysator. Das müsste doch funktionieren. Dann los. Nicht lang schnacken. Hier damit. Ja. Und wir haben noch einen Schlüsselstein gekriegt, und zwar welchen? Schattenmond, Grabstätte 18. Das kann man ja tatsächlich mal ganz entspannt laufen. Das ist doch gut. Dann müssen wir einmal gucken, gibt's. Nee, wir können eigentlich direkt dahin und den und das umtauschen auf den T-Teil. Das ist doch gut. Okay. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch Schönes machen können. Was sagen denn hier unsere zwei Hauptquests? Was haben wir hier? Okay, Festmahl. Mhm. Das ist ja immer schnell und einfach gemacht. Das ist gut. Dann schauen wir hier nochmal. Arena, okay. Ja, PvP habe ich früher mal ein bisschen gemacht mit meinem Magier, aber jetzt dem irgendwie nicht. Wir schauen mal. Wir haben hier hinten noch ein paar Quests. Das können wir auf jeden Fall, die können wir uns nochmal angucken. Hier drin. Was sollen wir hier laufen, Ruby? Ich folge eurem Ruf, wenn ihr mich. Und Neltarus. Neltarus muss ich eh noch mal rein. Das kann man ja mythisch plus nicht laufen. Ruby schon. Ich glaube, das sind eigentlich die. Sonst haben wir natürlich noch weitere Quests, aber das ist zumindest meines Erachtens erstmal das Wichtigste. Ich glaube, hier kann man noch reingucken, einmal kurz. Na, da ist er. Auf den Inseln findet ihr nichts Besseres. Okay, das ist einfach nur ein normales Sturmsiegel. Gut, dann haben wir schon mal das Wichtigste. Dann schauen wir uns dann noch einmal an die Affixe diese Woche. Also, wir haben verstärkt. Wir haben wütend. Mhm. Wir haben bebend, das finde ich eigentlich ganz entspannt.
Natürlich donnernd. Also bebend ist okay, wütend. Wütend und verstärkt. Mal gucken, wie sich das spielt. Gerade so die letzte Trash-Gruppe im Tempel der Jadeschlange zum Beispiel. Es gibt ja so ein paar miese Trash-Gruppen oder auch da die ersten im Tempel links, wenn man rumgeht. Das kann auch manchmal ein bisschen wehtun. Aber gut, okay. Das ist doch gut. Und dann schauen wir doch einfach mal, was wir hier nochmal so laufen könnten. Wir hatten zum Beispiel ein Ruby, eine Akademie in Time. Das könnten wir auf jeden Fall machen. In Time 16 oder höher. Und dann haben wir hier unten noch zwei. Tempel und Azur. Das ist aktuell auf 12. Das können wir auch mal nach oben spielen. Das ist eigentlich problemlos möglich. Ja, ich glaube, das gehe ich mal an. Die beiden auf 6, mindestens auf 16 in Time. Und auch Hof der Sterne und Angriff, das könnte man auch noch mal ein bisschen hochspielen. Ja, gut, so machen wir es. Klasse, ja, dann werde ich jetzt meine Schultern einmal auf den T-Tight umstellen. Und dann schaffe ich es hoffentlich mal diese Woche auch mal eine mythische Instanz aufzunehmen für euch und mal hochzuladen. Dann könnt ihr mal sehen, wie es so klappt, wenn ich heil. Random klappt es ja manchmal, manchmal nicht. Schauen wir mal. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut und ciao.